einen schönen guten Abend. Seien Sie ganz herzlich begrüßt im zweiten deutschen Fernsehen an diesem Donnerstagabend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, liebe Zuschauer, er war der jüngste Bundespräsident aller Zeiten und auch derjenige mit der kürzesten Amtszeit. Nach nur anderthalb Jahren trat Christian Wulff im Februar 2012 zurück, nachdem die Staatsanwaltschaft Hannover die Aufhebung seiner Immunität beantragt hatte. Zweieinhalb Jahre später bleiben ein Freispruch vom Vorwurf der Vorteilsnahme und ein Ex-Bundespräsident, der seinen Fall als warnendes Beispiel für die Gefährdung der Demokratie ansieht. Darüber wollen wir heute mit ihm reden, in seinem ersten Fernsehauftritt nach seinem Rücktritt. Über Fehler, die er und die andere gemacht haben, über die Rolle der Medien und der Justiz in dieser Affäre. Unsere Gäste. Christian Wulff, der frühere Bundespräsident, sagt: Für viele war ich eine Provokation und offenbar zu unbequem. Die Medien haben mich zum Abschuss freigegeben. Antje Vollmer, die Grünen-Politikerin, ist überzeugt, Wulff geschah Unrecht. Aber sein Fall zeigt auch, dass der Rechtsstaat funktioniert. Und Heribert Prantl, der Journalist, stellt fest, Christian Wulff war ein fehlerhafter Präsident. Trotzdem sind Justiz und Medien zu weit gegangen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. So. Christian Wulff, willkommen. Sie haben, Herr Wulff, ein hochinteressantes Buch geschrieben und Sie haben gesagt, ich war eine Provokation. Worin genau bestand eigentlich die Provokation, als ein Politprofi in das Amt des Bundespräsidenten kam? Ich glaube schon, dass ich viele irritiert habe, als ich gleich nach meiner Wahl von der bunten Republik Deutschland gesprochen habe. Dass ich dann auf dem Höhepunkt der sehr aufwühlenden Sarrazin-Debatte in Deutschland davon gesprochen habe, als Christdemokrat, dass auch der Islam inzwischen zu Deutschland gehört. Und dann ja auch als Moslem auf einer Titelseite abgebildet wurde. Und vielleicht war ich auch provokativ, indem ich mit einer jungen Patchwork-Familie ins Bellevue eingezogen bin, wo es dann in einer sehr angesehenen Tageszeitung hieß, jetzt sei die Unterwelt im Bellevue angekommen, nur weil meine Frau ein Tattoo hatte. Also da sind einfach Dinge offenkundig als Irritation aufgefasst worden, die mir das Leben dann in diesen Medien schwer gemacht haben, die aber jetzt nicht den Grund für den Rücktritt bilden. Der liegt in anderen Dingen begründet. Insofern ist das mit der Provokation natürlich auch aus dem Zusammenhang eines sehr langen Interviews gerissen. Sie haben darauf gehofft, auch das sagen Sie, als Bundespräsident nicht mehr so sehr im Medieninteresse zu stehen. Ihr Vorgänger Horst Köhler war genau wegen dieser Medien zurückgetreten, hatte das auch so formuliert. Haben Sie das öffentliche Interesse, das es an dem Bundespräsidenten gibt, unterschätzt? Ich habe einfach die Erfahrung, die Horst Köhler gemacht hat, anders gewertet. Ich dachte, da hat mancher in den Medien auch gemerkt, das war eine Grenzüberschreitung, wie man ihn kritisiert hat, weswegen er dann zurückgetreten ist. Und dass man wieder zu den üblichen Formen des Umgangs mit dem Bundespräsidenten zurückkehrt, dass er nämlich dem Parteienstreit entzogen ist, dass er nicht um Wählerstimmen buhlen muss, dass er nicht so angegriffen wird wie andere in der Parteipolitik. Und dann habe ich es viel heftiger, feindseliger, hemmungsloser erlebt, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Der Rücktritt war falsch, sagen Sie heute, und ich wäre der Richtige im Amt. Ich wäre auch heute der Richtige im Amt. Glauben Sie das wirklich? Also die Konjunktivfrage hätte ich natürlich nicht beantworten sollen. Man beantwortet sinnhafterweise keine Konjunktivfragen. Was wäre, wenn? Weil wir haben heute einen allseits akzeptierten Bundespräsidenten und da ist sofort der Eindruck aufgekommen, man wolle nur was in Frage stellen. Die Gründe für den Rücktritt waren damals so, dass der Rücktritt unausweichlich war. Heute wissen wir, der Antrag auf Aufhebung der Immunität hätte nie gestellt werden dürfen, denn die Begründung der Staatsanwaltschaft, die ist damals schon rechtskräftig widerlegt gewesen. Das war ja der Hinweis, es hätten Versuche stattgefunden, Beweismittel zu widerlegen. Und das hat ja schon ein Gericht da festgestellt, bevor überhaupt der Antrag gestellt wurde, dass dem nicht so war. Insofern ist da ein Problem aufgetreten, das sicher der Erörterung bedarf. Das lag wesentlich später. Sie reden über die Zeit des Prozesses. Nochmal die Frage, Sie waren der Richtige im Amt. Bei diesem Satz also bleiben Sie? Ich bleibe auf jeden Fall bei meiner festen Überzeugung, dass ich das Amt gut ausgeübt habe. Dass Fehler gemacht worden sind, die ich auch alle einräume in meinem Buch, die aber nicht, auch nicht in Summe dazu ausgereicht hätten, diese
Betrachtung über Monate in jeder Talkshow dieser Republik vorzunehmen und dann auch die Staatsanwaltschaft zum Einschreiten zu zwingen. Das war völlig überzogen, völlig unverhältnismäßig. Das war ein Verstoß gegen jede Unschuldsvermutung, die wir über Jahrhunderte errungen haben, weg vom mittelalterlichen Pranger. Und natürlich bin ich der Überzeugung, dass ich ein guter Bundespräsident gewesen bin. Aber beurteilen mussten das andere, müssen das andere. Mhm. Ich lege nur Wert darauf, dass die Bevölkerung entscheidet, wer mit dem Aufzug von oben nach unten fährt. Und nicht irgendwelche Medien sagen, wir entscheiden, wer gerade mal im Aufzug nach oben fährt. Wenn heute, Herr Wulff, 67% der Bundesbürger sagen, es war richtig, dass Sie von diesem Amt zurückgetreten sind, dann irren die auch? Oder würden Sie sagen, das wäre ein Urteil, das Sie akzeptieren? Naja, diese Umfrage ist jetzt gestartet worden aufgrund der Äußerung, ich wäre heute der Richtige. Und ich glaube, die Menschen haben heute das Gefühl, dass sie den Richtigen haben. Ist aus dem Juni 2014. Ja, die Umfrage. Und sie ist jetzt mit der Frage eben, ob jetzt der Richtige wäre. Und jetzt haben wir einen anderen, einen allseits akzeptierten Bundespräsidenten. Die Frage war der Rücktritt berechtigt von Ihnen? Ist das so die Frage gewesen? Also ich habe sie auch genau hier, wenn Sie es so genau wissen wollen. Also ich nehme diese Umfragen vielleicht jetzt nicht so. 67% der Bundesbürger nach Forsa sind nicht der Ansicht, dass der CDU-Politiker Christian Wulff auch heute noch der Richtige im Amt des Bundespräsidenten wäre. Das wollte ich gesagt haben. Sein Rücktritt falsch gewesen sei. Ja, okay, die Doppelung in der Frage. Das war Auslöser, die Pressekonferenz zu sagen, ich wäre heute der Richtige. Das hätte ich nicht sagen sollen, weil es heute einen Präsidenten gibt und man solch eine Gegenüberstellung sinnvollerweise nicht vornimmt. Trotzdem bleibe ich dabei, der damalige Rücktritt war unausweichlich, aber vor einem Hintergrund, der den Sie kritisieren. Fragen aufwirft. Ja, weil dieser Artikel der Grundlage war, manipuliert war in einer Zeitung. Und damit machen wir die Runde auf und freuen uns, weil wir über die Medien reden werden und über die Justiz reden werden, dass wir quasi in Personalunionen einen Juristen und einen Journalisten bei uns haben, nämlich Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Sie leiten da das Innenressort. Herr Prantl, noch mal zurückgeschaut auf diese Jahre, auf dieses Jahr 2010, von dem Christian Wulff sagt, dass allein seine Nominierung schon als eine Provokation empfunden wurde. Was war das für ein besonderer Kandidat? Ich glaube nicht, dass er als Provokation empfunden wurde. Aber es gab ja schon damals den Vergleich, den Sie jetzt gerade wieder aufgerufen haben, den Vergleich zwischen dem Kandidaten, der hier sitzt, und Herrn Gauck, der jetzt Präsident ist. Und es wurde in der Öffentlichkeit viel diskutiert, wer ist der richtige Kandidat. Und es gab viele Sympathien für den heutigen Präsidenten. Dann gab es eine schwierige Bundesversammlung, wo es drei Anläufe brauchte, bis Christian Wulff gewählt wurde. Und dann gab es schon was Besonderes. Christian Wulff hat es sehr schnell verstanden, sich aus dem, so war es objektiv, aus dem tiefen Loch herauszuarbeiten. Ich habe heute Nachmittag noch mal nachgelesen, den Leitartikel, den ich nach einem Jahr geschrieben habe. Ein erstes Fazit. Und es war ein sehr positives Fazit. Herr Wulff hat ja hingewiesen auf die ersten markanten Äußerungen gleich nach der Wahl, das Reden von der Bunten Republik, dann zum Einheitstag am 3. Oktober, der ja, berühmte Satz, der auch bleiben wird, der Islam gehört auch zu Deutschland, dann später die Rede in Ankara, die sehr markant war. Und er hat eigentlich in diesem ersten Jahr eingelöst, was er in seiner ersten Rede versprochen hatte, dass er für die Integration werben wird. Jetzt kann man sich fragen, ist das Werben für Integration eine Provokation? Ich glaube eigentlich eher nicht. Vielleicht hat es Irritationen erweckt, dass Sie das so markant gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass Sie der Integrationsrevoluzer gewesen wären. Es gab ja da auch eine gute Tradition. Johannes Rau hat damals zu seiner Zeit im Haus der Kultur und der Welt hier in Berlin darauf hingewiesen und dafür geworben, dass man doch bitte nicht jeden gläubigen Muslim in einen Topf werfen sollte mit einem Gewalttäter. Herr Köhler hat dann gesagt, dass das muslimische Leben zum Alltag der Bundesrepublik gehört. Und da sind Sie noch einen Schritt weiter gegangen. Wolfgang Schäuble hat einen ähnlichen Satz gesagt, den Sie auch zitiert haben. Wolfgang Schäuble hat einen ähnlichen Satz gesagt, als er, was höchste Zeit wurde, die Islamkonferenz einberufen hat. Es gab eine positive Bewegung in der deutschen Politik nach langer Zeit, nach Jahrzehnten des Stillstands und des Rückschritts. Und es war gut und schön und klug und wichtig, dass sich der damalige Bundespräsident so geäußert hat und an die Spitze dieser neuen Bewegung, dieser wichtigen Bewegung gestellt hat.
Frau Vollmann, noch mal zurück in die Zeit der Kandidatur, weil Christian Wulff auch schreibt, dass mit seiner Nominierung eigentlich schon eine Art Bashing gegen ihn begann. Es gab damals eine große Mehrheit in dieser Bundesversammlung, in dieser besonderen Wahlversammlung, die den Bundespräsidenten wählt, und zwar eine schwarz-gelbe Mehrheit. Christian Wulff wurde Bundespräsident im dritten Wahlgang, sogar mit der absoluten Mehrheit dann im dritten Wahlgang. Würden Sie sagen, dass er es als Bundespräsident eben auch in dieser Situation allein der Nominierung schon besonders schwer gehabt hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde zum Beispiel auch sagen, aus heutiger Sicht von den beiden, die dann zur Wahl standen, war er der liberalere und weltoffenere. Das sieht heute nicht jeder so. Aber es gab damals eine besondere... Verwundert ist aus dem Mund einer Grünen, weil die Grünen Joachim Gauck ja quasi erfunden haben. Sie haben ihn erfunden als einen taktischen Kandidaten, um Angela Merkel das Leben schwer zu machen. Genau, das war eine besondere Situation. Es gab auch von manchen Medienhäusern sehr früh das Aufspringen auf diese Stimmung, den nächsten Bundespräsidenten wollen wir selber wählen. Und es gab von den Grünen und der SPD den Vorschlag, Gauck, weil Ablehnung gesichert. Die haben ja nicht im Ernst damit gerechnet, dass er durchkommen könnte. Eben. Mit diesem Vorschlag, der taktisch war, um der CDU und der FDP gewisse Schwierigkeiten zu machen, mit diesem Vorschlag waren sie dann aber in der zweiten Runde gebunden. Meines Erachtens ist die entscheidende Kraft in dieser Situation eine veränderte Rolle des Hauses Springer gewesen. Die hatten schon mal versucht, Karl Theodor zu Gutenberg so hoch zu schreiben, dass er eigentlich der Präsident der Herzen oder der nächste Bundeskanzler der Herzen werden könnte. Nun hatten sie dasselbe mit Joachim Gauck. Und ich glaube, dass die Angriffe auf Christian Wulff, das sehe ich ein bisschen anders als Sie, gar nicht auf die Person zielten. Im Grunde genommen war denen Christian Wulff fast egal. Wichtig war ihnen aber mal zu beweisen, dass die Medien das können. Vorbei an den anderen Strukturen, vorbei an dem, wie wir normalerweise die erste Riege besetzen, zu sagen, wir machen das populistisch mit dem Votum der Straße, wir wählen den Präsidenten der Herzen. Und mit dieser Kampagne hatte er eine Menge Schwierigkeiten. Und das begleitete dann später auch diese Amtszeit. Und als dann aus denselben Häusern und dann noch in einer Kombination von verschiedenen Medien und damit ausgerechnet Spiegel, Bild, Springer und die FAZ gemeinsam diese Kampagne getrieben haben, da hatte er faktisch keine Chance mehr. Und wenn Sie den letzten Satz mir erlauben, der Christian Wulff, der all dieses durchgestanden hat und am Ende ja den Rücken sehr gerade gekriegt hat und an einem entscheidenden Moment gesagt hat, ich akzeptiere auch keinen Vergleich, sondern ich will einen Freispruch. Ein Politiker, der sowas hinter sich hat, der ist ein gestandener Politiker, der wäre auch ein guter Präsident. Hat Christian Wulff nochmal zurück in die Geschichte betrachtet, hatte er es besonders schwer, hatte er es schwerer als andere Kandidaten? Er hatte es sehr schwer. Es hatte aber auch zum Beispiel Johannes Rau es sehr schwer. Johannes Rau kam als altgedienter Politiker ins Amt und die Reaktion in der Öffentlichkeit der Zeitungen, der Medien war negativ. Und ich erinnere mich daran, dass es eigentlich fast bis zur Mitte der Amtszeit so war, dass eher in der Öffentlichkeit kaum vorkam, dass seine Reden kaum rezipiert worden sind. Er hat es mit großem Fleiß, auch mit großer Intensität, mit einem ganz großen Schriftwechsel, den er führte, er stand jeden Morgen auf, um Briefe zu schreiben, hingekriegt, dass man ihm ja, die Ehrlichkeit wieder abgenommen hat, dass die Reputation zurückkam. Und er war in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit aufgrund seiner Leistungen ein wirklich guter Präsident. Er hatte das Glück gehabt, es länger machen zu können, als Christian Wulff es hatte. Sie haben geschrieben, damit habe ich Sie schon zitiert, dass Sie von einer Art
Bashing schon mit Ihrer Nominierung konfrontiert wurden. Jetzt mal unabhängig davon, wie das persönlich bewertet wird und wie das auch jeder Einzelne sieht, ist es nicht das gute Recht auch eines Bürgers dieses Landes und auch eines Journalisten im Übrigen, zwischen diesen Kandidaten wählen zu dürfen und sich auch entscheiden zu dürfen, ohne gleich unterstellt zu bekommen, dass man den anderen fertig machen möchte? Völlig klar. Deswegen habe ich ja auch, um junge Leute für die Politik zu werben, auch das noch, das ganze Buch so angelegt, dass man erklärt, warum, in welchen Phasen sich wer wie festlegt, was er damit verbindet, verknüpft, welche Erwartungen, welche Hoffnungen. Und dass man das als Mediennutzer, als Leser, als Zuschauer eben auch sich darlegen soll, damit man ein eigenes Urteil fällen kann. Mhm. Und wenn dann man am Donnerstagabend nominiert wird und am Freitag, Samstag Leitmedien dieser Republik in Druck gehen und sagen, wir sind festgelegt für den Kandidaten A und nicht für den Kandidaten B, dann sollten Bürger auch ein bisschen misstrauisch sein. Und diese historischen Vergleiche haben Sie nicht irritiert, die wir jetzt gerade gehört haben? Also hatten Sie wirklich das Gefühl, dass das eine Ausnahmesituation war für Sie? Also ich kann nicht erinnern, dass in dieser Art und Weise sich bestimmte Medien so früh, schon allein so bei der Nominierung festgelegt haben innerhalb der ersten Stunden, das dann auch wochenlang durchgehalten haben und sich im Nachhinein zum Teil auch bestätigt sehen wollten. Wobei, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir einfach differenzieren, dass wir nicht sagen, die Medien, die gibt es natürlich nicht. Gut. Sondern also es gibt solche und solche. Es gibt einzelne, andere, die sich anders eingelassen haben, anders verhalten haben, die auch heute eine ganz selbstkritische Debatte führen. Was ist da schiefgelaufen? Warum ist uns das aus dem Ruder gelaufen? Warum gab es mit einmal Rudelverhalten? Da gibt es sehr selbstkritische Stimmen. Mhm. Gibt es Bücher von Journalisten, von Herrn Götschenberg, der das ja auch dargestellt hat, die Geschichte hinter der Geschichte, wo man dann schon sagt, so manches davon hat man gar nicht wahrgenommen. Wenn Sie ehrlich sind, Frau Illner, so manches, was ich da in meinem Buch niedergelegt habe, da werden auch Sie sagen, die Sie tagtäglich alles auszuwerten versuchen, da war auch manches für Sie neu. Gehe ich einfach mal von aus. Davon können Sie unbedingt ausgehen, dass da vieles neu war. Ich habe im Übrigen eben auch, wie viele andere, diesen Satz gelesen, dass der Islam zu Deutschland gehört und von dem sagen Sie auch, dass er eine Provokation war. Er hat Debatten ausgelöst, haben wir gerade schon besprochen. Sie vermuteten dahinter eine Verschwörung der FAZ und des Springer-Konzerns. Auch andere Politiker machen eine Erfahrung, dass es mal ordentlich Gegenwind geben kann. Warum denken Sie, dass es eine Kampagne war? Warum denken Sie, dass man kampagnenhaft versucht hat, Sie niederzuschreiben? Also ich rede nicht von Verschwörung, nicht von Komplott, nicht von Kampagne. Mhm. Ich bewerte ja sowieso ganz wenig selbst, sondern ich sage, der Leser soll sich ein eigenes Urteil bilden können. Wenn sich alle an mir Sie abgearbeitet haben, wenn alle über mich sozusagen geschrieben haben, dann ist es doch auch ein selbstverständliches Recht, dass man dann sagt, jetzt möchte ich aber auch noch mal sagen, wie ich das als Mensch empfunden habe, wie ich das als Politiker gesehen habe, wie das für mich wirkte und war, wo ich vor allem bemängle, dass mancher Journalist gar nicht mehr fragt, wie das für ihn wäre, wenn er in dieser Art und Weise vorverurteilt würde, angegriffen würde, beschrieben würde, wie das in meinem Fall, im Falle meiner Familie geschehen ist. Das ist sozusagen meine menschliche Note, die ich da einbringe, dass ich sage, das muss man auch mal von der Warte aus betrachten. Mhm. Und da war einiges nicht nur grenzgängig, sondern eine absolute Grenzüberschreitung, über die wir einen Schlussstrich ziehen sollten, dass wir sagen, so ein Fall in dieser Art und Weise sollte sich niemals in unserem Land wiederholen, dass wir nur noch Journalisten haben, die Jäger sind und Politiker, die Gejagte sind und am Ende sich viele fragen werden, soll ich mich da überhaupt zur Verfügung stellen, auf dieses Terrain einlassen oder soll ich mich nicht auf die Tribüne in Sicherheit bringen? Genau, wir werden uns unbedingt fragen, was wir aus diesem, aus Ihrem Fall lernen können, was die Journalisten daraus lernen können, was logischerweise die Justiz daraus lernen könnte und müsste. Trotzdem noch mal zurück zu dieser Islamthese. Steht wirklich die Gefahr zu vermuten, Herr Prantl, dass es eine Art konzertierte Aktion gegeben hat? Das würde bedeuten, dass in den Medienhäusern an der Spitze lauter islamophobe, kirchenfreundliche und konservative Journalisten sitzen. Ich glaube, dass auch konservative und kirchenfreundliche Journalisten diesen Satz unterschreiben. Ich glaube nicht an dieses, nennen wir es Komplott, ich glaube nicht an die konzertierte Aktion. Aber im Gegensatz zu Ihnen bezeichne ich die Geschichte als Kampagne. Natürlich war es eine Kampagne. Ja. Was war es denn sonst? Ja. Es war ein über Wochen und Monate hin eine Art Treibjagd, das kann man wirklich so sagen, die letztendlich das Ziel hatte, den Präsidenten Wulff zu erledigen und abzulösen.
Jetzt kann man sich fragen, wozu ist Pressefreiheit gut? Pressefreiheit ist für die Demokratie da. Sie ist nicht dafür da, jemanden wegzuschreiben. Sie ist nicht jemanden kaputt zu schreiben. Sie ist auch nicht dafür da, um es ganz deutlich zu sagen, dem Journalismus irgendeine Selbstbefriedigung zu verschaffen. Sie ist auch nicht dafür da, Machtspielchen zu machen. Mhm. In dem Fall waren es, da gebe ich Antje Vollmer recht, Machtspielchen. Man wollte probieren, und es war kein Spielchen, sondern ein furchtbares Spiel. Man wollte wissen, wie weit kann ich es treiben und was kann ich, welchen Erfolg kann ich haben. Ich glaube, eine solche Jagd hat es in der Geschichte der Bundesrepublik bis dato nicht gegeben. Und da gebe ich Christian Wulff recht, es darf eine solche Jagd auch nicht mehr geben. Mhm. Und ich fände es richtig und gut, wenn nicht nur die Justiz, das ist ein eigenes Kapitel, sondern auch der Journalismus überlegt, was daraus folgt. Ich halte es für ein bisschen selbstgerecht, wenn die Journalistenverbände und auch der Presserat sagt, wir haben nichts zu überlegen, wir haben alles richtig gemacht. Mhm. Es ist zu viel falsch gelaufen, um einen solchen Satz zu sagen. Da geht es jetzt nicht darum, eine große Vorwurfshaltung einzunehmen und schreiend rumzulaufen und sich zu geißeln. Es gilt zu fragen, was ist falsch gelaufen, warum ist es falsch gelaufen. Mhm. Und Demokratie ist keine Meute, die Beute sucht und Beute macht, sondern Demokratie ist ganz was anderes. Mhm. Punkt an der Stelle, um dann vielleicht an einem sehr konkreten Fall, das Sie in Ihrem Buch auch thematisieren, noch mal zum Verhältnis der Bild-Zeitung zu kommen. Frau Vollmer hat darüber schon gesprochen. Gab es also aus dem Hause Springer und ganz konkret der Bild-Zeitung eine Kampagne gegen Sie mit einer Zeitschrift, die Sie zunächst über viele Jahre ja durchaus einen durchaus gepflegten Kontakt hatten, wie wir jetzt gleich sehen werden. Wulff und die Boulevardpresse. Er und seine spätere Frau Bettina haben sich arrangiert und inszeniert. Wie haben Sie denn rausgefunden, wo wir immer Sonntag spazieren gehen? Ich bin ganz verblüfft. Besonders eng die Beziehung zur Bild-Zeitung. Doch das war einmal. Wulff vermutet, dass dieser eine Satz von ihm alles verändert hat. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Eine Provokation? In seinem Buch schreibt Wulff, er sei nach der Islamrede vom Springer Verlag zum Abschuss freigegeben worden. Der Bildchef widerspricht. Beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht Kai Diekmann einen Brief, in dem sich Wulff kurz nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten sehr persönlich bei ihm bedankt für die fantastischen Fotos, die sie meiner Frau und mir überlassen haben, sowie für die Unterstützung, die ich in den vergangenen Jahren, gerade aber auch zuletzt im Umfeld der Wahl zum Bundespräsidenten von Ihnen persönlich erfahren habe. Meine Frau und ich würden uns freuen, Sie und Ihre Frau alsbald im Schloss Bellevue begrüßen zu können. Der Chefredakteur kommentiert, von Springer zum Abschuss freigegeben, oh je, sein Blick zurück im Zorn scheint mir getrübt. Und dann präsentiert Diekmann noch eine Weihnachtskarte der Wulffs. Wochen nach dessen Islamrede wünscht der Präsident dem Bildchef gesegnete Weihnachten und bedankt sich handschriftlich für manch klugen Ratschlag. Herr Wulff, die ganz konkrete Frage, zeigen diese Dokumente nicht auch, dieser Briefverkehr nicht auch, dass es ein sehr persönliches, ein sehr enges Verhältnis gegeben haben muss, ausgerechnet zur Bild-Zeitung? Es hat ein Verhältnis zur Bild-Zeitung gegeben, wie zu anderen Zeitungen auch. Vor allem auch im Juni 2010 vor meiner Wahl, wo die Welt und andere Springerblätter ganz massiv Werbung für Joachim Gauck als meinem Gegenkandidaten damals gemacht hatten. Die Bild am Sonntag hatte aufgemacht, yes wie Gauck. Und Diekmann hatte gesagt, da reihen wir uns nicht ein, sondern die Bild bleibt neutral. Und dafür habe ich mich nach der Wahl bedankt, dass er sich diesem allgemeinen Plädoyer von Springer nicht angeschlossen hat. Welche guten Ratschläge haben Sie von ihm bekommen? Und dann habe ich in meinem Buch gesagt, dass Diekmann lange Zeit unentschlossen war, ob er sich dieser Linie anschließt. Und die Bild erst ganz zuletzt im Herbst 2011 aufgrund ganz konkreter Ereignisse, weil ich ihr kein Interview gegeben habe als Bundespräsident, weil ich mit ihr nicht zusammengearbeitet habe, weil ich die Erwartungen der Bild-Zeitung nicht erfüllt, sondern enttäuscht habe, weil ich sie nicht mit nach Afghanistan genommen habe und andere Ereignisse mehr, im Grunde genommen dann gesagt hat, was soll ich in Linie halten, die der Springer Verlag längst anders ausgegeben hat. Jetzt fügen wir uns ein und dann hat die Bild-Zeitung diese Kampagne vom 11. oder 12. Dezember 2011 bis zu meinem Rücktritt und darüber hinausgehend geführt.
mit dem bekannten Ausgang. So stelle ich es in dem Buch auch dar, dass Diekmann ganz zuletzt erst sozusagen auf dieser Linie eingeschwenkt ist. Nochmal die Frage, Sie beschreiben durchaus in dem Buch auch, dass sich die Familien getroffen haben, dass man zusammen gefrühstückt hat, dass Sie ein eben auch persönliches Verhältnis von ihm hatten und zu ihm hatten, das eben offensichtlich auch zu Ratschlägen geführt hat, für die er sich nach dieser Islamrede, für die Sie sich nach dieser Islamrede und zwar Wochen danach noch bedanken. Was war das für ein privates Verhältnis? Es war kein privates Verhältnis, sondern ein Spitzenpolitiker in Deutschland, der geht nicht nur zu Chefredakteuren, der lädt nicht nur Chefredakteure ein, sondern der redet auch mit Chefredakteuren und er ruft sie sogar gelegentlich mal an. Also wenn ein Chefredakteur in Deutschland behauptet, er würde nicht häufig von Spitzenpolitikern angerufen, wegen Anliegen, Kritik, Aufforderung, dann muss ich sagen, dann wäre das für mich ein Novum. Dann wäre das höchst unvorstellbar. Das kann ich Ihnen erzählen. Nun kann, dazu kommen wir auch noch mal die Frage, weil ich meine, das Leben ist immer also schrecklich. Herr Pantel, wir haben uns auch schon gesehen. Es ist schon klar, dass bei mir Spitzenpolitiker jeden Tag anrufen, das ist nicht so. Nicht jeden Tag, aber das würde ich auch nicht so mögen. Und ich glaube schon, Herr Wulff, dass dieses Verhältnis, ich habe ja auch gesehen, was in der Bild-Zeitung steht, was über Christian Wulff in der guten Zeit geschrieben wurde, wie er gelobt, wie er hofiert, wie er als wunderbarer Politiker dargestellt wurde in Kleinigkeiten. Ich glaube tatsächlich, dass das Verhältnis zu eng, zu privat, zu persönlich, zu vertraulich, zu vertrauensselig und zu naiv war. Und wenn ich es jetzt ganz krass sage, dann haben sie sich damit in Gefahr begeben. Und dann gilt der schöne Satz oder der böse Satz, wer sich in Gefahr begibt, kommt drin um. Und sie sind drin umgekommen. Es war ein Fehler, sich so privat einzulassen. Natürlich in der Hoffnung darauf, eine unangenehme Stimmung in der Öffentlichkeit damit zu drehen und zu wenden. Das haben sie auch geschafft. Es haben sich Sympathien gesammelt, weil sie gut geschildert wurden, weil sie schön geschildert wurden, weil auch die privaten Details in der Öffentlichkeit gut ankamen. Aber es war ein hoher Preis. Also jetzt muss ich doch sagen, Herr Prantl, als Bundespräsident hatte ich immer gedacht, es würde irgendwann mal gutiert, wenn man alle gleich behandelt. Und habe dann die Erfahrung machen dürfen, das hat überhaupt niemanden interessiert, dass ich alle gleich behandelt habe. Das war ja gerade das Problem. Und als Politiker sind sie einfach in der Problematik, dass wenn sie eine junge Frau haben, wenn sie noch mal ein kleines Kind haben, viel mehr Aufmerksamkeit finden. Von uns aus, das ist in dem Buch im Detail dargestellt, ist nichts speziell rausgegeben worden. Es gibt keine Home-Stories von zu Hause und so weiter. Aber überhaupt einen Brief einem Chefredakteur zu schreiben oder bestimmten zu schreiben oder überhaupt nur eine Weihnachtskarte, wo man sich allgemein für Ratschläge bedankt, die man aus diesen Gesprächen bekommen hat. Das allerdings würde ich heutigen nachkommenden Generationen strikt abraten. Insofern haben Sie komplett recht. Das war ein großer Fehler. Es war vertrauensselig. Es war eine Fehleinschätzung einer Person. Und ich kann heute nur raten, macht den gesamten privaten Bereich dicht und schottet ihn ab und lasst ihn quasi fernab der Öffentlichkeit. Was ich eigentlich auch wieder ein bisschen schade finde, weil ich eigentlich wissen will, wie das umgeht. Ich rede auch gar nicht von der Zeit als Bundespräsident. Ich rede von der Zeit vorher. Alle Fehler diesbezüglich stammen aus der Niedersachsenzeit. So wie ja auch die anderen Fehler, die ihnen schwer zu schaffen machten und mit zum Rücktritt beitrugen, ihre Wurzeln in der Niedersachsenzeit haben, nicht in der Präsidentenzeit. Ja, klar. Wollen wir die Frage noch mal an Frau Vollmer weitergeben? Ist dieses Verhältnis zum Boulevard einfach von Christian Wulff zu offenherzig gepflegt worden? Hatte er sich nicht tatsächlich vorgenommen zu sagen, wir wollen jetzt die Kennedys von der Leine sein? Da ist ein junger Politiker in dieses Amt gekommen mit einer Patchwork-Familie und das zeigen wir jetzt und freuen uns über unser Glück. Auch so lauteten die Schlagzeilen und sind beim Baby mit dabei und sind bei anderen Dingen auch dabei. Also das Verhältnis zum Boulevard hat sich bei allen Politikern geändert. Das gehört ja zu der wachsenden Macht der Bild-Zeitung. Daran hat auch die Bild-Zeitung systematisch gearbeitet, zum Beispiel mit Werbekampagnen, wo solche Lichtgestalten wie Alice Schwarzer, aber auch Politiker wie Hans-Dietrich Genscher und Udo Lindenberg für die Bild-Zeitung geworben haben. Die hat kontinuierlich daran gearbeitet, sozusagen. Kann er noch werden, aber. Aber die hat kontinuierlich daran gearbeitet, sozusagen in die bürgerliche Klasse zu kommen. Und die Krönung dieses in die bürgerliche Klasse Kommens war die Auszeichnung mit dem Henry-Nann-Preis, dem wichtigsten Preis für seriösen Journalismus, Qualitätsjournalismus, den es in Deutschland gibt. Und Christian Wulff war sicherlich zu vertrauens
selig in Bezug auf die Möglichkeit, ein früheres Verhältnis, wenn man jetzt Bundespräsident ist, ändern zu können. Das ist außerordentlich schwierig und das sieht er ja jetzt auch selber. Mhm. Aber diese Briefe, da würde ich nun auch nicht so selbstkritisch sein, das sind Sekretärinnenbriefe, die man zu Weihnachten schreibt oder die man jemandem diktiert und wo man freundlich sein muss, weil man eben weiß, dass dieser Boulevard beißen kann und dass er so gefährlich ist, dass man ihn auch ein bisschen, den Tiger auch ein bisschen reiten oder besänftigen will. Gut, aber er führt jetzt natürlich das, auch dazu. Und das jetzt zum zweiten Mal. Herr Diekmann, diese Sachen, Briefe, die er persönlich bekommen hat, also in der ganzen Welt rumtwittert oder auch, nehmen wir eine andere Zeitung, der Spiegel im Spiegel-Interview, wie er da antwortet und sagt, ich habe mir gar nichts vorzuwerfen. Das war doch alles von der anderen Seite so gewollt und gewünscht. Das zeigt doch, dass sie Rechtfertigungsbedürfnis haben. Mhm. Und das ist auch richtig, denn es sind Dinge wirklich ganz falsch gelaufen. Mhm. Und um nun mal zwei richtige Tiefpunkte zu sagen, die es auch gegeben hat. Mit rein spielte, und das ist bei Kampagnen, das Gefährlichste in der politischen Szene, wenn sie mit sexuellen Denunziationen und Bezüglichkeiten arbeiten. Alle Journalisten in Berlin wussten, dass es eine Debatte gab über die Frau von Christian Wulff, eben diese Junge, mit der er in das Präsidialamt kam. Alle wussten es, keiner hat darüber geschrieben, aber jeder hat gedacht, irgendwann kommt das raus. Und als nun die Bild-Zeitung, die vorher freundlich zu Herrn Wulff gewesen war, plötzlich umstellte, da haben alle gedacht, die haben mehr. Jetzt kommt entweder ein Bild oder es kommt jetzt eine Nachricht. Und wenn die Bild-Zeitung schon umschwenkt, dann müssen auch wir kleinen Journalisten uns schon so ein bisschen vorbereiten. Der kann sich nicht mehr lange halten. Mhm. Und solche Denunziationen, wollte ich sagen, die gab es manchmal in der Geschichte Deutschlands jedenfalls. Ja. Nicht der Bundesrepublik, sondern es gab sie einmal zu Kaiserszeiten zwischen Maximilian Harden und Molke und Eulenburg. Und das war damals eine sexuelle Denunziation wegen Homosexualität. Mhm. Hat aber damals auch den Einfluss gehabt, dass aus der Umgebung des Kaisers die Leute, die skeptischer waren gegen die Kriegsrüstung und Kriegsvorbereitung, Erster Weltkrieg, dass die entfernt wurden aus der Nähe. Also wo immer so etwas im Spiel ist, muss man wahnsinnig aufpassen. Und da hat auch die Meinungsvielfalt unter den Journalisten nicht funktioniert. Und das zweite Mal... Obwohl auch da schon Journalisten schrieben, dass diese Rotlichtaffäre tatsächlich eklig war, als es dann eben durchgestochen wurde. Wir haben die Gesetzlichkeiten des Internets. Ja. Das ist eine völlig neue Funktionsmechanismen. Die Dinge verbreiten sich wie irre. Die schnellste Lawine ist die Internetlawine. So, eine normale Lawine hat 300 Stundenkilometer, die geht x-mal schneller. Und sich dagegen zu wehren, ist wahnsinnig problematisch und schwierig. Und jetzt sagen Sie mal, wie sich ein Bundespräsident, der seine Frau schützen will, da eigentlich wehren soll. Und deswegen sage ich das zweite Beispiel. Und dann versteht man vielleicht auch, warum Christian Wulff mal wütend einen Chefredakteur angerufen hat, was er nicht hätte tun sollen. Das zweite Mal war, dass dieser Herr Diekmann diesen Anruf, diesen Mail-Anruf, der unpassend war. Das erklären wir gleich noch, damit man es besser versteht. Ich wollte noch mal eine Sache nachfragen, auch zur Einordnung. Diekmann zitiert ja nicht nur aus privaten Schriftsätzen, die Sekretärin geschrieben hat oder Herr Wulff persönlich. Also den Brief, den habe ich selber geschrieben. Und den würde ich immer wieder so schreiben. Wenn mir ein Chefredakteur nach einem Tag mehrere Bände wunderschöner Fotos, brillant aufgenommener Fotos von einem super Fotografen, Herrn Biskup, schickt, dann schreibe ich, ich finde es super toll, dass Sie mir an diesem Tag meiner Wahl... Super toll, diese muss man aber nicht schreiben. Ja, ich bin halt ein ehrlicher Mensch, liebe Frau Vollmer. Und das waren super tolle, brillante Bilder von einem super tollen Fotografen. Und da mache ich zu naiv sein für das Amt, aber ich bin einfach ein ehrlicher Mensch und schreibe dann, dass ich die ganz großartig finde, diese Bände. Okay. Und dass ich es toll finde, dass er sie mir übersendet und dass ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre viel Freude aneinander haben werden. Und da er uns im Juni zu einem Frühstück eingeladen hat oder zu einem Abendessen, war es für mich selbstverständlich zu sagen, ich hoffe, Sie demnächst auch
auch im Schloss Bellevue, mhm, zu einer Wiederbegegnung, also sozusagen zur Gegeneinladung zu sehen. Und ich habe ihn dann vor dem 3. Oktober zum Frühstück eingeladen und habe ihm gesagt, ich werde am Sonntag sagen, der Islam gehört inzwischen zu Deutschland. Okay. Mhm. Da hat er erhebliche Bedenken. Und dann, aber nun weist er tatsächlich ja nicht nur gemacht. Nun weist er nicht nur nach, dass es diesen privaten Schriftwechsel gegeben hat, sondern auch, in welcher Form seine Kollegen der Bild-Zeitung lobend über sie geschrieben haben. Also er nennt Müller-Fock, er nennt Kleine und belegt, dass es auch da lauter positive Artikel gegeben hat, auch also nach Thema, dieser Zeit. Das Thema ist ja neben der Spur, wir müssen auch Herrn Diekmann nicht zu wichtig nehmen. Mhm. Er bringt jetzt Sachen aus Zeiten, die ich in meinem Buch gar nicht thematisiere, sondern ich sage in meinem Buch, im November 2011 ist die Bild-Zeitung gekippt. Zu der Zeit davor sage ich überhaupt gar nichts. Doch, Sie sagen, dass Sie schon für auch Springer diese und Artikel... Döpfner sage ich. Ich sage, was Döpfner gemacht hat nach meinem Beitrag in Bremen, was der über den Islam verlautbart hat, was der für eine Richtung ausgegeben hat. Aber Sie hat. Sagen, die Leitmedien dieses Landes haben eine Kampagne gegen Sie gestartet. Ja, und ich spreche ja nicht von Kampagne. Ich sage, klar, Springer hat natürlich eine Kampagne gemacht, aber nicht die Medien oder eine abgekaterte Sache. Mhm. Ich sage, es ist auffällig, was die FAZ geschrieben hat, was manchmal der Spiegel in der Zeit geschrieben hat, mhm, was da in der Zeit dann Springerblätter geschrieben haben. Und der Bürger, der Wähler, der Leser eines solchen Buches soll sich mal ein Urteil dazu bilden. Sie sind gelobt worden für diese Islamrede. Also Sie sagen im Buch, dass die Islamrede eine solche Provokation war und dass die FAZ und die Bild-Zeitung sich oder Springer sich vorgenommen hätten, sie runterzuschreiben. Was er nun tut, ist das Gegenteil zu belegen, indem er seine Kollegen zitiert und sein Blatt zitiert. Nein, es tut mir leid, Frau Illner. Ich habe in meinem Buch gesagt, die Welt am Sonntag, der Fokus mit der Titelseite von mir als Moslem. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da sagt ein Bundespräsident, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Und dann wird im Fokus auf der Titelseite dieser Bundespräsident als Moslem dargestellt. Und diese beiden Zeitungen, Springer, Welt und FAZ, schreiben, dies ist nicht mehr der Präsident der Mehrheit, der ist nur noch Präsident der Minderheit. Ist es denn so furchtbar, wenn man als Moslem dargestellt wird? Mein Gott, wissen Sie, wenn Freunde, lieber Herr Prantl, wenn ein Freund der Juden damals gezeichnet wurde mit Judenstern und quasi gesagt wurde, der macht sich damit zum Juden, dann ist das eben genau das Intolerante zwischen den Religionen, was ich persönlich für ganz falsch halte. Gegen Intoleranz bin ich auch, aber ich glaube, da sind Sie zu kritikempfindlich. Auch genauso wie Sie zu kritikempfindlich sind, wenn Sie monieren und kritisieren und zum Teil einer Kampagne machen, dass der Spiegel einen Titel macht, auf dem der falsche Präsident draufsteht. Das ist Teil der Meinungsfreiheit, so wie es zu Ihrer Meinungsfreiheit... draufstehen, Würde durchgestrichen. Die Würde kann dem Menschen niemand nehmen. Die Würde ist Gott gegeben. Und ich kann nicht einfach jemandem die Würde absprechen. Ich kann nicht einfach eine Titelseite im Spiegel machen, wo ich Würde durchstreiche. Das geht nicht. Die Würde ist tatsächlich in der gesamten Kampagne mit Füßen getreten worden. An so einem Titelbild würde ich... Das habe ich kritisiert. Würde ich es nicht festmachen. Und dieses Titelblatts wegen, jetzt den Spiegel einzureihen in ein Komplott, in ein Konglomerat, das gegen Sie vorgeht, ist übertrieben. Sie haben recht mit der Kampagne, ich sage es nochmal. Und da muss viel draus an Folgerungen gezogen werden. Man muss überlegen, wie künftig Verdachtsberichterstattung ausschaut. Es ist nicht so, dass das Presserecht in Zeiten des Internets so bleiben müsste, wie es jetzt ist. Ich glaube, es muss neu justiert werden. Mhm. Und Verdachtsberichterstattung muss es weiterhin geben, weil es geht nicht, dass Presse erst dann berichtet, wenn Dinge von der Justiz durch ein Urteil geklärt sind. Man muss vorher berichten können, aber es ist die Frage, wie hoch muss der Verdacht sein, welche Anforderungen stelle ich, wie penibel muss geprüft werden, wie muss mit dem Subjekt, in dem Fall mit Ihnen, umgegangen werden und was passiert im Internet. Man muss ja sehen, in diesen Zeiten gehen auch die klassischen Medien, auch die Printmedien oft hart an die Grenze dessen, was juristisch in der Verdachtsberichterstattung möglich ist. Wie das dann im Internet, in den Blogs rezipiert wird, ist was völlig anderes. Da werden die ohnehin pointierten Dinge nochmal pointiert. Mhm. Sie werden vereinfacht. Und dann beginnt eine Lawine. Und da muss das Recht, meinetwegen der Presserat, überlegen, wie geht es weiter. Und das Presserecht ist nicht im Bundesjagdgesetz normiert. Mhm. Und vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen Internet und dem und jenem, was früher am Stammtisch verblieb und nun mit einmal weltweit in die Öffentlichkeit kommt, und dem, was Journalisten, die Qualitätsansprüche haben, was Qualitätsmedien davon nehmen und ungeprüft nicht übernehmen. Also, und das genau, was Frau Vollmer eben gesagt hat, war nun das Übelste, dabei, Frau Illner, was passiert ist in diesem Land, ohne Frage. Haben wir ja schon. Wenn Sie sich überlegen, wenn über Ihren Mann
oder über die Frau eines Journalisten das weitergetragen worden wäre oder würde, was über meine Frau hier in Berlin unter den Hauptstadtjournalisten und Herausgebern weitergetragen wurde, völlig grundlos, völlig erfunden, frei erfunden. Dagegen haben Sie sich erfolgreich zur Wehr gesetzt? Naja, mit den Mitteln als Präsident im Grunde genommen. Setzen Sie sich mal gegen einen Internetprovider durch, der irgendwo auf den Kaimaninseln beheimatet ist. Aber als es in seriöse Medien reinkam, haben wir 38 Unterlassungserklärungen durchgesetzt. Und heute noch gibt es Leute, die hier und da sozusagen diese Dinge nicht aus dem Internet zu löschen bereit sind. Mhm. Heute noch führt meine Frau den Prozess gegen Google, die immer noch nicht bereit sind zu sagen, bestimmte Dinge entfernen wir, weil sie meinen, dass sie dazu nicht verpflichtet seien. Ja. Das ist ein langer Weg. Und hier haben einfach Journalisten schwere Schuld auf sich geladen, die dieses hier in Berlin weitergetragen haben, was ich ja alles erst nach meinem Rücktritt in vollem Umfang überhaupt erfahren habe, weil dann die Leute kamen und sagten, haben Sie es nicht gewusst, haben Sie es nicht gehört? Mhm. Und ich dachte, es hätte sich aufs Internet bezogen. Ein kleiner Punkt dazu, es ist ja nirgendwo gestanden. Es wurde Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau, Dezember, dann hat es Herr Jauch in die Fernsehsendung gezogen. Das war der Tiefpunkt öffentlich rechtlichen Fernsehens in Deutschland. Es gab einen, ich würde es nennen, einen Andeutungsjournalismus, der wirklich nicht gut war, der gefährlich war. Der Schlüsselbegriff war Tattoo. Und dieser Andeutungsjournalismus ging dann über in einen Anklagejournalismus. Mhm. Und beide haben sich gegenseitig bedingt und die ganze schweinische Geschichte über dieses Rotlichtmilieu, dieses angebliche ihrer Frau, war der Hintergrund für die Kampagne. Und ich glaube, nur deswegen konnte die Kampagne auch so laufen, wie sie gelaufen ist. Mhm. Und wir müssen noch mal auf das schauen, was dann die eigentliche Affäre Christian Wulff über das, was die eigentliche Affäre Christian Wulff beginnen ließ. Am 12. Dezember 2011 haben Sie erfahren, dass die Bild-Zeitung am nächsten Tag einen Artikel schreiben möchte über einen Hauskauf, einen privaten Hauskauf, den es gegeben hat. Und Sie haben den Bild-Chefredakteur Kai Diekmann angerufen, nicht erreicht und auf die Mailbox gesprochen. Auf der Mailbox des Bild-Chefredakteurs droht Christian Wulff mit dem endgültigen Bruch mit dem Springer Verlag. Er habe alles offengelegt und Informationen gegeben, gegen die Zusicherung, dass diese nicht verwandt werden. Nun würde er Strafantrag gegenüber Journalisten stellen. Die Frage sei, ob die Bild-Zeitung nicht warten könne, bis er wiederkomme. Dann können wir entscheiden, wie wir den Krieg führen. Welches Ziel, Herr Wulff, konnte ein solcher Anruf haben, als zu verhindern, dass am nächsten Tag dieser Artikel erscheint? Es war genau das Anliegen, dass er nicht erscheint. Genau mein Anliegen zu sagen, ich fände es fair, wenn gewartet wird, bis der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland von einer mehrtägigen Reise aus 4 Golfstaaten wieder in Deutschland ist und das dann nochmals erklären kann, warum wir was wie offengelegt haben, dass es da auch schützenswerte private Personen gibt. Denn wenn ein Privatmensch mir einen Privatkredit gibt für eine Hausfinanzierung aus dem privaten Umfeld, dann ist diese Information eben auch gegeben worden, um Gerüchten ein Ende zu bereiten, die verbreitet waren. Auch da wieder völlig erfunden, dass Carsten Maschmeyer uns diesen Kredit gegeben hätte, um das auszuräumen. Und mein Sprecher damals hat gesagt, es sei zugesichert worden, wenn es sich um eine Privatperson handelt, die nicht Carsten Maschmeyer sei, das auch nicht zu verwenden. Was dann bestritten wurde und wir alle sagen, war auch wieder vertrauensselig, sich auf irgendeine Aussage irgendeines Redakteurs einer solchen Zeitung wie der Bild zu verlassen. Strafantrag. Das nehme ich ja wohl alles hin. Das weiß ich heute ja auch alles. Dass man solche Briefe nicht schreibt, keine Weihnachtskarten schreibt, dass man solche Leute im Grunde ganz außen vor hält. Man redet auch nicht von Krieg. Sie sprechen von Krieg führen und von Strafantrag. Aber es war inzwischen, Herr Prantl, für mich das Empfinden, so habe ich es auch in der Mailbox-Nachricht gesagt, die ist ja komplett abgebildet in meinem Buch. Ich habe sie in ganzem Wortlaut dort jetzt niedergeschrieben. Da sieht man, es war nicht erregt, das war nicht aufgebracht, das war sehr sachlich. Es war trotzdem saudumm, oder? Es war saudumm, es war ein großer Fehler, ist keine Frage. Trotzdem. Trotzdem nehme auch ich für mich das Recht in Anspruch, dass man sich in Menschen grundlegend täuschen kann. Mhm. Also ich spreche weiter auf Mailboxen von ganz vielen Leuten und will weiter, wenn ich in 100 Fällen 99 Mal nicht enttäuscht werde, dass ich dann notfalls in einem von 100 Fällen enttäuscht werde. Ist ja auch in Ordnung, hat mich das Amt gekostet. Aber Sie würden es doch nicht mehr machen, diese Geschichte, oder? Also ich würde bei dem Chefredakteur der Bild-Zeitung und bei Herrn Diekmann, das kann ja auch mal auseinanderfallen, mit Sicherheit nie wieder auf eine Mailbox sprechen, auch gar nichts anderes mehr machen. Ich will den eigentlich nicht mehr. Wenn Sie bei mir anrufen und sagen, wenn Sie morgen Folgendes schreiben, gibt es Krieg, würde ich aber sehr verdutzt sein. Das ist ja aus der Mailbox-Nachricht, Sie können es ja nachlesen, der Krieg war von Springer eröffnet.
Der war von Springer eröffnet. Die hatten in meinem Privatleben von vor 35 Jahren herumgewühlt. Die hatten ein Mädchen, das mein Vater, der 15 Jahre tot war, in hohem Alter von 78 adoptiert hatte, auf eine Doppelseite der Welt am Sonntag gezogen. Aber nun gab es diesen konkreten Vorwurf, Herr Wolf. Die hatten mit einem Mal meine Frau nachts um drei in der Diskothek mit ihrem Bruder tanzen. Der Krieg war erklärt von Springer und so ist es in der Mailbox-Nachricht. Ja. Und ich habe gesagt, wenn jetzt noch gegen alle Vertraulichkeiten, die zugesichert waren, dieses während meiner Abwesenheit erscheint, dann ist das eben für mich klar, dass Springer den Krieg führen will. Und dann muss ich das auch öffentlich machen, dann muss ich auch sozusagen eine Pressekonferenz machen. Und ich habe dies eben mit dem Strafantrag bezogen auf einen Anruf dieses investigativen Journalisten, der nun wirklich im Internet, als ich ihn gegoogelt hatte, als solcher auch bekannt ist, dass der den Verkäufer des Hauses angerufen hat und gesagt hat, es geht hier um Korruption, sie hätten konkrete Korruptionshinweise und er machte sich zum Mittäter, wenn er jetzt nicht mehr über den Hausverkauf erzählen würde. Und da waren einfach Grenzen überschritten, wenn in ihrem privaten Umfeld, in der Nachbarschaft diese Art von Journalisten unterwegs sind, dann haben sie ein Recht zu sagen, wenn ihr diesen Konflikt so führen wollt, dann führen wir ihn. Trotzdem war es ein Fehler, keine Frage, habe ich auch eingebaut. In diesem Fall auch Fakten und die Fakten hieß, dass sie wussten, dass der Spiegel ein in das Grundbuch beantragt hat und darum hatten Sie vom Bundesgerichtshof auch eine entsprechende Genehmigung bekommen. Ich bin bis heute nicht darüber informiert worden, über diesen Prozess, Frau Illner. Mhm. Ich war Eigentümer des Hauses und bin bis heute von keiner Stelle der Sie wussten, dass Journalisten recherchieren. Sie wussten, dass Journalisten wissen wollen, wer war der private Finanzier dieses Hauses. Richtig. Sie wussten, dass es ein Gerücht gibt, dass das nur Carsten Maschmeyer sein könne, weil Carsten Maschmeyer offensichtlich auch derjenige war, der Sie in einem Urlaub beherbergt hat, als Sie schon Bundespräsident waren. Ja. Das war im Juli des Jahres 2011. Ja, den ich bezahlt habe, ja. Den Sie bezahlt haben. Und jetzt wandern wir wieder auf diese Seite und fragen, was hätten Journalisten, Herr Prantl, in diesem Fall also recherchieren dürfen und was hätten sie nicht recherchieren dürfen? Und hätte ein Bundespräsident wissen müssen, dass es Recherchen eben unter anderem von Spiegel und von anderen Häusern gibt, um herauszufinden, ob es einen privaten Finanzier von Christian Wulff für sein Haus gibt, mit der Vermutung, dass er allein den Anschein der Unabhängigkeit damit in Frage stellt. Der Beginn der Recherchen, Frau Illner, war völlig in Ordnung. Es ist die klassische Verdachtsrecherche. Ein Verdacht muss recherchiert werden. Und der Verdacht, der hier im Raum stand, muss recherchiert werden. Da muss ich die Grundbücher einschauen, da muss ich fragen, wer ist der Finanzier. Alles, was schiefgelaufen ist, publizistisch, passiert nachher. Die ganzen, das unendliche Wühlen in den Privatheiten der Familie Wulff, das jedes Steinchen umdrehen, das nichts sehen wollen, das nichts dran ist, was später auch die Staatsanwaltschaft einsehen musste, das ist das nächste Kapitel. Der Fehler, lieber Herr Wulff, Ihrer Seite war, dass Sie so lange sich nicht umfassend geäußert haben. Was wäre denn gewesen, wenn Sie gesagt hätten, es gibt alle möglichen Verdachtsmomente, die räume ich aus, ich schaffe Klarheit darüber, von wem ich das Geld bekommen habe. Ich bin nie gefragt worden. Ich bin niemals von einem Medium gefragt worden. Sie sind auch im Landtag gefragt worden. Ich bin nicht nach dem Haus und dem Hauskredit gefragt worden. Ich bin im Landtag gefragt worden, nach meiner USA-Reise und einem Upgrade gefragt worden, ob ich geschäftliche Beziehungen zu Herrn Gerkens habe. Und daraufhin habe ich gesagt, ich habe weder geschäftliche Beziehungen noch Beziehungen zu Herrn Gerkens. Der war Privatmann, ein väterlicher Freund. Und mit dem hatte ich diesen Hausvertrag nicht finanziert, sondern mit seiner Gattin. Und danach war nicht gefragt. Formal war die Antwort völlig korrekt. Später habe ich eingeräumt. Sie war formal in Ordnung, richtig. Lieber Herr Prantl, so ist es in den Parlamenten und zwar in der Republik auf Länder- und Bundesebene, dass Regierungen tausende von Fragen bekommen und exakt die Fragen beantworten. Haben Sie es auch im Spiegel-Interview formuliert? Es geht ja darum, was wäre klug gewesen für Sie? Was wäre klug gewesen, umfassend Auskunft zu geben? Nur die Frage, ob ein privater Kredit für das Haus war, ist nie an mich gestellt worden. Bis November, wo dann die Frage war und dann der Sprecher des Bundespräsidenten von mir als Bundespräsident offengelegt hat, wer den Kredit gegeben hat. Das war im Jahre 2010, im November des Jahres 2011, richtig? Liefen die Prozesse und ich wusste und davon Frau nicht. Ich habe Ende November davon erfahren, dass durch drei Instanzen Prozesse geführt wurden. Und als Eigentümer, als Grundbesitzer werden Sie nicht in diesem Lande darüber informiert, weil Zeitungen behaupten, es gäbe Verdachtsmomente für Korruption und daraufhin Gerichte sagen, da darf man nicht informiert werden. Können wir mal aufhören mit diesem Klein-Klein, weil ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Außerdem hat das Gericht mehrfach durchgeprüft. Was ich Herrn Prantl sagen will, ist, wenn eine Kampagne in diesem Ausmaß läuft, dann ist ein
Journalist nicht ganz der gute Beurteiler, wie man sich da klug verhält. Es gibt in der Hinsicht keine Chancengleichheit zwischen Journalisten und Politikern. Kein Journalist wird in dieser hochnotpeinlichen Art und oder auch privatesten Art überhaupt nach privaten Verhältnissen gefragt, geschweige denn nach dem, was er vor 3 oder 4 oder 5 Jahren gesagt hat. Und was man nicht erwarten kann, jedenfalls konnte man das ja auch deutlich sehen, dass wenn erstmal, und es war eine Kampagne und die Reihen waren völlig geschlossen und er hatte keine Verteidigung mehr, dann macht man Fehler. Der Klügste würde Fehler machen. Das können Sie nicht schaffen. Das ist eine relativ traumatisierende Erfahrung, die Sie auch gar nicht begreifen in dem Moment, weil Sie ja, Ihre Welt verändert sich ja vollständig. Seit August konnte er davon gewusst haben. Also er hätte durchaus vermuten können, dass irgendwann diese Geschichte herauskommt. Er ist nicht plötzlich und unerfahren und naiv in diese Situation gekommen. Aber er musste eigentlich die ganze Zeit sagen, was haben die eigentlich gegen mich? Mhm. Ist es der Hauskauf? Ist es der Islam? Ist es meine Frau? Ist es, dass ich zu jung bin? Ist es, dass sie eigentlich Jochen Gauck haben wollten? Sie sagen, das war alles eine Kampagne. Ich muss eine ganz konkrete Frage stellen. Im Grunde genommen hat Christian Wulff die Freunde von Gerhard Schröder übernommen. Carsten Maschmeyer, Jürgen Grossmann von RWE, andere mehr. Warum hat es Gerhard Schröder überhaupt nicht geschadet oder zum Teil geschadet? Und warum hat es so massiv Christian Wulff geschadet? Ja, weil Gerhard Schröder eine ganz andere Art von Alpha-Tier ist. Dem schaden weder die vielen Frauen noch schaden ihm solche Dinge. Joschka Fischer hätte das auch nicht geschadet. Mhm. Aber dem Typ Christian Wulff, noch in Kombination mit diesen Gerüchten, dem hat es natürlich enorm geschadet und damit dagegen kann man sich sehr schwer verteidigen. Mhm. Und ich will mal sagen, dass wir wurden aber alle, die wir hier sitzen, wir wurden ja zu mit Staatsanwälten gemacht, zu Voyeuren eines solchen Jagdprozesses und konnten überhaupt nicht eingreifen. Mhm. Und das lag daran, und das ist, finde ich, die große Misere dieser Zeit und warum ich auch als Bürgerin dieser Republik nicht wieder in so eine Lage kommen will. Es hat die Meinungsteilung, die Gewaltenteilung innerhalb der Medien irgendwann nicht mehr funktioniert. Alle haben in dieselbe Richtung gejagt. Mhm. Und wer, nicht, aber na, bis auf dann die Aufklärung in der Süddeutschen in Bezug auf dieses Gerücht von seiner Frau, was hochverdienstvoll ist. Aber am Anfang war auch die Süddeutsche in dieser Frage noch nicht ganz anders. Nochmal die Frage zurück. Verursacherprinzip. Wenn die Medien keine unterschiedlichen Meinungen bringen, wenn die Medien keine unterschiedlichen Meinungen bringen, wenn sie nicht im die Zweifel konnten keine unterschiedlichen Meinungen bringen, weil sie es ja erstmal noch nicht wussten. Man kann ja nicht eine Sache recherchieren, wenn man noch nicht weiß, wie diese Recherche ausgeht. Es war doch nicht mehr Aufklärungsbedürfnis, es war doch Jagdbedürfnis. Wir müssen bestimmte Zeitabläufe unterscheiden. Ja. Im Dezember 2011 mussten die Dinge noch geklärt werden. Ja. Dann waren sie geklärt, dann kamen viele andere Geschichten, die zum Teil hochgradig albern waren, aber bis hin zu dem dämlichen Bobby Carr, aber die Addition all dieser seltsamen Dinge ergab eine seltsame Stimmung. Man hatte das Gefühl, da sitzt irgendjemand, der überall Reibach macht. Das war die öffentliche Stimmung, gegen die anzugehen wahnsinnig schwer war für Christian Wulff. Und in der Situation, wenn ich mal sagen darf, konnten nur noch 3 Leute ihm helfen. Das eine wäre Angela Merkel gewesen, die hatte ihm aber schon vorher geholfen, ins Amt zu kommen. Und man weiß, dass nun ihre Risikobereitschaft, sie wäre dann selber ins Risiko gekommen und die ist bei ihr dann auch nicht so groß, wenn sie Leute raushalten muss. Das zweite war tatsächlich der Richter, wir kommen ja noch darauf. Und das dritte war dann nur er selbst. Und das heißt, der musste sich dann sozusagen selbst befreien. Wenn wir uns jetzt nochmal zurücknehmen. Denn von jemandem, der in so einer Situation ist, rücken die Leute ab. Auch die Parteifreunde rücken ab. Der Richter konnte ihm nicht helfen. Da kam er erst viel später ins Spiel. Der kam sehr viel später ins Spiel. Erstmal hat ja die Staatsanwaltschaft 14 Monate lang ermittelt, bis die Dinge dann zum Richter kamen. Und dann bei den Ermittlungen wird es heikel, gefährlich. Nochmal zurückgelehnt. Die Frage, was sich viele fragen, Herr Wulff. Warum haben Sie eigentlich, Sie sprechen selber davon, dass man den Eindruck haben konnte, dass Sie lange geschwiegen haben, dass Sie dann in einer gewissen Salamitaktik bestimmte Dinge, Sie zitieren das auch, bestimmte Dinge der Öffentlichkeit erst zur Kenntnis gegeben haben, nachdem Sie von Journalisten vorrecherchiert wurden. Warum haben Sie eigentlich nicht eine Pressekonferenz gegeben? Warum haben Sie sich in dieser Pressekonferenz nicht hingestellt und haben gesagt, ich war ein erfolgreicher Ministerpräsident, ich habe eine neue Frau kennengelernt, ich habe Geld gebraucht?
Ja, man ist gegebenenfalls auch klamm. Und es gibt einen persönlichen Freund, der mir dieses Geld für das Haus geliehen hat, weil ich selber in einer so engen privaten Beziehung zu ihm bin, dass ich das dankbar angenommen hat. Ist das nicht eine Schiene, die jeder nachvollzogen hätte? Jeder hätte verstanden, da ist jemand in einer persönlichen finanziellen Not und es gibt eine enge Freundschaft, die sich auf die Kinder desjenigen bezieht. Es hätte jeder nachvollziehen können. Der Hauptgrund für mich so zu entscheiden, ich verstehe ja, dass Sie jetzt versuchen, sozusagen die Schuld, die Medien auch auf sich geladen haben, jetzt allein abzuladen bei dem, der damals sich falsch verteidigt hätte. Lassen Sie mich raus, ich stelle ja nur Fragen. Weil es vieles davon niemanden anging. Mhm. Wenn zum Beispiel heute gesagt wird, hätte er doch gleich gesagt, dass ein notarielles Testament, und das stand jetzt in den Zeitungen, sonst hätte ich es nie genannt, ein notarielles Testament der Eheleute Gerkens hinterlegt war in der Schweiz, dass wir die Kinder zu uns nehmen, wenn beide verunglücken. Das geht niemandem etwas an. Mhm. Es geht eine private Finanzierung eines privaten Hauses durch einen Politiker niemandem etwas an. Wenn es aber genau solange, dieses Gerücht gibt, dass Sie eben zu enge Beziehungen zu ausgerechnet Carsten Maschmeyer haben, zu anderen großen Wirtschaftsführern haben und dass tatsächlich von Carsten Maschmeyer nie einen Kredit, keine Geschäftsbeziehung. Sie bringen alles durcheinander. Es macht keinen Sinn, Frau Illner, wenn man sich über alle... Sie wirklich alles durcheinander, aber danke. Ich weiß im Moment nicht, was jetzt das enge Verhältnis zu Carsten Maschmeyer, zu der Hausfinanzierung damit zu tun hat. Es sei denn, Sie sind können. Auch diesem... Warum, Frau Illner? Was geht es denn mich an, wer Ihnen das Haus finanziert, in dem Sie leben? Wer es für Sie bezahlt, wie Sie es abbezahlen, welche Zinssätze Sie zahlen, solange Sie nicht als Amtsträger, als Ministerpräsident, als Bundespräsident zu denen, mit denen Sie es da zu tun haben, dienstliche Beziehungen haben. Mhm. Und die dienstlichen Beziehungen sind gesucht, bewertet worden, da ist hingerichtet worden. Die sah man darin, dass Herr Gerkens zweimal bei Auslandsreisen dabei war, wo jeder mit konnte und auf eigene Kosten mitgefahren ist. Mhm. Und ich hatte zu dem Haus einmal eine Anfrage des Stern, die beantwortet worden ist. Ansonsten habe ich vom Spiegel nichts gehört, habe ich von den Gerichtsprozessen nichts geführt. Da wurde gegen das Amtsgericht Burgwedel geklagt, dann gegen das Oberlandesgericht Celle geklagt. Dann hat der BGH entschieden, die dürfen in die Grundbuchakten Eingang finden und ich darf nicht informiert werden. Nein, diese ganzen Instanzen, dass mir das erst am Ende überhaupt bekannt wurde, ich selber mir das Urteil besorgen musste, das ist etwas, was mich schon umtreibt, dass hier Eigentumsfreiheit so mit Füßen getreten wird und Privatleben so an die Öffentlichkeit gezogen wird. Herr Lieder Rümelin hat im Spiegel sehr klug dargelegt, dass es auch einen nicht öffentlichen, einen privaten Bereich auch für Politiker geben muss. Wenn der nämlich sich nackt machen muss, müssen sich entweder Politiker ins Kloster ausleihen oder sie werden keine mehr finden, die sich so in die Öffentlichkeit geben. Sie haben recht, sie mussten nicht. Es gab kein Recht von jemandem, dass sie das auspacken hätten müssen. Aber es bestand ein Verdacht, ein in Anführungszeichen Korruptionsverdacht. Und es wäre gut gewesen, den auszuräumen frühzeitig. Wir haben es doch offengelegt. Wir haben doch im November, deswegen war es doch so unfair, quasi denen es offen zu legen, wer den Kredit gegeben hat, wie der Kreditvertrag ist, wie die Zinsen gezahlt sind an Frau Gerkens, wie es dann zurückgezahlt worden ist. Wir haben uns als Journalisten ja tatsächlich damit befasst, worin der Unterschied eigentlich zwischen einem BW-Bank, also der entsprechenden Bank, die Sie angaben. Sie haben ja in den Interviews noch gesagt, es war und ist Gläubiger die BW-Bank. Und dann erst im Nachhinein ist klar geworden. Jetzt sind wir wieder beim Kleinen. Was soll man eigentlich in diesem Lande machen, Frau Illner, wenn man wirklich am Ende von der Staatsanwaltschaft bestätigt bekommt, dass Geld hätte geschenkt werden können und wenn der BW-Bankkredit von der Aufsicht Rot-Grün der BW-Bank, der Landesbank Baden-Württemberg, von der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Nein, diese Fragen sind komplett geklärt worden. Und dass man dann am Ende alle Vorwürfe ausgeräumt hat, freigesprochen ist, mit diesen Kosten von 4 bis 5 Millionen Euro, die da entstanden sind, mit 24 Ermittlern, die da 14 Monate lang mein gesamtes Privatleben bis in die Schulzeit hin umgekrempelt haben, alle Telefonverbindungen, alle Kontoauszüge, alle Verbindungen. Wenn dann am Ende steht, dass nichts geblieben ist an Vorwürfen, dann auch mit so einem BW-Bankkredit zu kommen, Frau Illner, dafür habe ich kein Verständnis. Nee, ich komme nicht mit so einem BW-Bankkredit, sondern ich sage nochmal, dass Journalisten auch da ihr Verständnis vorausgesetzt zu Beginn ihrer Recherche natürlich nicht wissen konnten, was am Ende der Recherche für ein Ergebnis stehen wird. Wir haben Journalistenkollegen, die Ihnen sehr gesonnen sind und auf der anderen Seite auch Kritiker von Ihnen, mal gefragt, worin eigentlich der Fehler in dieser Affäre bestand und worin der Fehler von Christian Wulff in der Auseinandersetzung mit dieser Affäre bestand. Er ist nicht mit der ganzen Wahrheit rausgekommen. Immer wieder hat er nachgelegt, wenn Journalisten neue Fakten in die Öffentlichkeit brachten. Der Umgang mit der Krise, mit dem komischen Kredit, seiner Hausfinanzierung,
hat viele Fragezeichen hinterlassen und diese Fragezeichen konnten nicht richtig beantwortet werden. Er hätte von vornherein sagen können, ich bin geschieden worden, wir Politiker haben nicht so viel Geld, ich habe meine Frau anständig abgefunden für eine lange Zeit, die wir gemeinsam hatten und ich brauchte Geld, um mir das leisten zu können. Die Vermengung von politisch-beruflichem und privatem, die unsaubere Trennung, das hat er ja als Fehler nicht zugegeben. Und das ist letztendlich dasjenige, was ihm zum Verhängnis geworden ist. Nach meiner Kenntnis haben ihm wichtige Berater geraten, sich dieser Welle zu stellen, alle Fragen zu beantworten, offensiv damit umzugehen. Dafür hat sein Mut nicht gereicht. Da muss man in sich selbst stehen können und im Zweifelsfall dann auch eine Krise mit einer größeren Souveränität begegnen. Und diese Souveränität hat eigentlich von Tag 1, als die Fragen mit dem Kreditaufkommen gefehlt. Da gab es eine ganze Menge Dinge, die am Ende ja auch den Eindruck erweckten, Herr Wulff ist möglicherweise für ein so hohes repräsentatives Führungsamt in diesem Staat nicht der Richtige. Die Unfähigkeit, in einem solchen Mediensturm aufzustehen und sich zur Wehr zu setzen, ist ein wichtiges Indiz dafür, dass ihm die Qualität gefehlt hat für ein Staatsoberhaupt, jedenfalls in der heutigen Medienwirklichkeit. Sie sagen, Herr Wulff, dass das Bundespräsidialamt Sie zurückgehalten habe, anders und offensiver mit dieser Affäre umzugehen und zu einem Zeitpunkt X, den Sie selber hätten wählen können, für eine entsprechende Aufklärung zu sorgen. Ist das wirklich so? Also ich bin ein sehr glücklicher Mensch dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man gegen diese Selbstgerechtigkeit, die eben in den Einlassungen zum Ausdruck kommt, das sind ja super tolle Leute, die wir da gerade gehört haben, die das alle super gut beurteilen können, dass das Einzige, was da hilft, eine Zusammenfassung in der ganzen Differenziertheit ist, was hier abgelaufen ist. Und dass man einfach darauf setzt, dass Bürger sich ein eigenes Bild machen wollen. Mhm. Was diese Repräsentanten von Medien in dieser Art und Weise, wir haben alles super gemacht, alles richtig gemacht, die Schuld ist einseitig verteilt, das glaubwürdig macht. Das sind alles Kollegen im Übrigen, also ich will Sie jetzt nicht unterbrechen, mache ich aber trotzdem. Es sind alles Kollegen, die ihrerseits gesagt haben, dass es durchaus Exzesse in dieser Medienberichterstattung gegeben hat. Sie kennen einen Großteil auch von denen, ich weiß nicht, an welche Briefe werden Sie nicht geschrieben haben, die geschrieben haben, dass es eine Medienaffäre in sich gegeben hat und dass es durchaus möglich gewesen wäre, dass Sie sich anders Wissen Sie, an einen dieser Journalisten, dem ich sehr vertraue, habe ich eine persönliche SMS geschrieben. Und dann hat er sie in seiner Illustrierten geschrieben und hat gesagt, ich darf sie nicht verwenden, aber ich verwende sie einmal. Und er hätte auch wohl fragen können, aber er hätte vielleicht Nein gesagt, ist aber in seinem Interesse, ich verwende sie einfach mal. Sie machen da irgendwie ihre Erfahrungen, die Sie in anderen Lebensbereichen so nicht machen wollen. Es war aber immerhin gut gemeint und nett gemeint. Das kann man vielleicht noch entschuldigend einführen, hat vielleicht sogar geholfen, war auch mit Selbstkritik verbunden. Aber diese Art der Einlassung, die haben mich veranlasst zu sagen, vielleicht ist es einfach mal sinnvoll, Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich den ganzen Ablauf auch aus der Sicht des Betroffenen schildern zu lassen und dann zu eigenen Urteilen zu kommen. Das ist mein Ziel der ganzen Aktion. Es geht offenkundig nicht anders. Es geht mit diesen Verkürzungen nicht, weil ich habe ganz viele Fehler gemacht, die räume ich ein. Ja, aber die Frage nochmal, die Medien haben ganz viele Fehler gemacht. Also nochmal, ich sage ja, alle diese Journalisten sagen das. Das hätte ich vorwegschicken sollen, damit sie nicht unterstellen, dass die alle nicht selbstkritisch wären. Weil heute gibt es in den Medien ja auch bezüglich dieser Affäre ein anderes Bild und man hinterfragt durchaus, wie man berichtet hat und wo Exzesse waren. Sehr unterschiedlich. Das gefällt Ihnen offensichtlich auch nicht. Trotzdem noch mal die Frage, hätten Sie sich in dieser konkreten Situation anders verhalten können? Ich beschreibe ja sehr ausführlich, dass es in diesem Moment, als die Bild-Zeitung diese Kampagne begann, an diesem Tag, als ich noch in den Golfstaaten war, keine Chance objektiv mehr hatte. Ich habe dann nur noch versucht, Chancen zu nutzen, die aber nicht mehr objektiv vorhanden waren. Mhm. Ich habe sofort gesagt, wie das mit dem Kredit war. Ich habe sofort eingeräumt, was ein Fehler war. Sie haben noch Interviews gegeben und gesagt, dass es die BW Bank war. Nein, das war Monate vorher gegenüber dem Stern. Da sind Sie informiert von Herrn Tillack. Der hat Sie vorher gebrieft. Das ist mir erkennbar an der Fragestellung. Weil gar nicht. Ich habe einfach dieses Stern-Interview gelesen und sage und will jetzt ehrlich gesagt wirklich auch nur noch mal hören, ob es aus Ihrer Sicht etwas gibt, was Sie hätten anders machen können, um ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit. Also in dem Moment, als die Bild-Zeitung die Kampagne öffnete, vor dem Hintergrund dessen, was Frau Vollmer hier geschildert hat, was in Berlin unterwegs war, dass konservative Medien wie die FAZ und Springer mir über die Zeit hin
nun wirklich jede Chance genommen haben. Haben wir jetzt schon lange besprochen. Und ist die Frage ein wichtiger Punkt, weil ich bestimmte Medien aus der Herkunft, aus der ich komme, Christdemokratie, verloren hatte und andere eben noch nicht mit Vertrauen gewonnen hatte und dort in ein Loch fiel, wo ich am Ende alleine stand. Und wenn ich dann eine Pressekonferenz gegeben hätte, ich habe es ja vor Weihnachten gemacht, dann wurde die ebenso anschließend medial von wichtigen Medien zerschossen, wie auch die Diskussion mit Frau Schausten und Herrn Deppendorf. Ja. Die Umfrage danach war, dass 85% sagten, er hat eine zweite Chance verdient, er kann weiter Präsident bleiben. Ja. Und wenige Tage später, nach medialer Berichterstattung darüber, eben diese Zahlen wieder ganz anders aussahen. Insbesondere die beeinflusst waren, die es nicht gesehen hatten, aber darüber gelesen hatten. Also hier war eine mediale Wucht an völliger Überziehung, völliger Übertreibung, die eine Aufarbeitung erfordert, wenn man heute weiß, dass von den Vorwürfen nichts geblieben ist, außer Stilfragen, über die wir ja reden können. Auch nur wir müssen jetzt auch mal reden über die Medien, über die Justiz und über die Politik, die geschwiegen hat, weil sie meint, sie könnte außen vor bleiben. Es musste auch nach diesen Interviews immer noch mal neuerlich, einmal in Bezug auf Talangs und einmal in Bezug auf die Übernachtungen im Hause des Talangs-Chefes irgendwie korrigiert werden. Ja. Frau Vollmer findet immer noch klein. Ich will einfach nur sagen, korrigiert werden. Ich weiß nicht, was Sie jetzt betreiben wollen. Nee, ich will auch nichts betreiben. Wir können uns ja alle an die Pressekonferenz damals gut erinnern. Ja. Und was hier in der Kritik kam, die nicht so selbstgerecht ist, wie sie jetzt in der Verkürzung sich darstellt, war keine Sternstunde an Souveränität. Und wer will denn in der Situation, Herr Wulff, eine Sternstunde an Souveränität erwarten? So. Was an Kritik kommt, ist tatsächlich... Ich habe tausend Fragen bekommen und da wurde immer gesucht, ob eine falsch war, eine Antwort. Ich habe eine Gegenfrage gestellt an die Frau Kollegin, die ich sehr schätze, Schausten. Von Ihrem ZDF. Ja, das und da sagt sie vor 10 Millionen Zuschauern, sie zahlt bei Freunden 150 Euro für eine Übernachtung. Ja, und nach der Sendung kommen die Mails, wie es bei mir auch war. Ja. Hat denn der die 150 Euro bekommen, hat das auch versteuert? Hatte der denn eine Genehmigung gewerbsmäßig? Sie sollen da sozusagen eine Viertelstunde lang alles perfekt abräumen. Aber wenn Sie eine Gegenfrage stellen, werden Sie blind belogen. Hinterher wird gesagt, es war eine Notlüge, sonst wäre die Diskussion aus dem Ruder gelaufen. Und dann sagen dieselben Journalisten, aber nein, man muss sozusagen 1000 Fragen souverän in jeder Phase ohne ein Missverständnis beantworten. Da ist eine Ungleichgewichtung, die empfinde ich als selbstgerecht. So sieht Ihre Sicht der Dinge aus. Wir haben über die Medien schon gesprochen. Wir müssen noch mal Herbert Prantl einen Satz zu dem Verfahren sagen. Es hat ein juristisches Verfahren gegeben, das sehr aufwendig war, das wahnsinnig aufwendig war und nicht nur aus Ihrer Sicht unnötig war. Es war unnötig, da folgte dem Medienexzess, ein Ermittlungsexzess, und zwar ein Ermittlungsexzess von einer Art, der mir völlig unbegreiflich ist. Wir haben vor uns eine befangene Staatsanwaltschaft. Wenn man die Akten liest, fallen einem die Akten schier aus der Hand in der Art und Weise, wie hier ermittelt worden ist. Mhm. Voreingenommen, befangen in einer Art und Weise, die dem Ideal einer Staatsanwaltschaft wirklich Lichtjahre entfernt ist. Die Staatsanwaltschaft soll objektiv ermitteln. Sie soll für und gegen den Beschuldigten ermitteln. Ich habe eigentlich nur Ermittlungen gegen den Beschuldigten gelesen und erlebt und erfahren in diesen Akten. Die Akten sind ein wirklicher Justizskandal. Jetzt kann man sich fragen, ist es viele Monate ermittelt worden in einer exzessiven Weise, die seinesgleichen sucht? Dann findet sie einen fast Abschluss, in dem man Christian Wulff eine Einstellung gegen Geldauflage anbietet. Bei der Situation, die ermittelt worden ist, ein Witz, muss man so sagen. Und jetzt beginnt wirklich der Respekt bei mir für Christian Wulff in einer heiklen Lage. Zu sagen, ich akzeptiere dieses Angebot nicht, ich nehme das Risiko, vor Gericht zu gehen, auf mich, in dem Wissen, was dann alles auf mich zukommt. Der erste Bundespräsident AD, der vor Gericht steht, der auf der Angeklagtenbank steht oder sitzt, der dieses ungeheure Medienecho durchstehen muss. Dieses Risiko auf sich zu nehmen, sicher im Wissen, ich habe mir strafrechtlich nichts vorzuwerfen, aber Sie kennen ja den alten Satz, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. In diese Hand hat sich Christian Wulff begeben. Er hat das Risiko auf sich genommen und durchgestanden. Dieses Durchstehen. Vorher in den Reaktionen der Kollegen ist oft gesagt worden, dieser Präsident hat nichts durchgestanden. Kann man in der Zeit der Krise vor dem Rücktritt sagen, was Sie nach dem Rücktritt gemacht haben, ist ein bewundernswerter Akt von Mut und von, Antje Vollmer hat es vorher gesagt, von aufrecht stehen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, hätte der Richter,
hätte der Richter überhaupt dieses Verfahren eröffnen dürfen? Man muss ja sehen, von den Wahnsinnsvorwürfen, von dieser Lawine, war nur ein kleiner Schneeball übrig geblieben. Und dieser Schneeball wurde dann von der Staatsanwaltschaft zum Gericht getragen in der Anklage. Und da ist er dann weggeschmolzen. Hätte der Richter noch das Verfahren eröffnen dürfen? Eigentlich nein, aber man kann sich sagen, er wollte, dass wirklich es vor Gericht geklärt wird. Dass Christian Wulff die Möglichkeit hat, tatsächlich auch zu einem Freispruch zu kommen, weil ein Freispruch viel mehr wert ist als die Nichteröffnung des Verfahrens. Insofern bin ich nicht gram darüber. Ich bin sehr wohl gram und böse über eine Staatsanwaltschaft, die alle Regeln der Staatsanwaltschaft verletzt hat und bei der ein Generalstaatsanwalt Dinge gesagt hat, die ein Generalstaatsanwalt nicht sagen darf. Er hat agiert, es ist heute oft von der Bild-Zeitung die Rede gewesen, er hat mindestens so agiert wie die Bild-Zeitung. In Vorwürfen, in einer Art und Weise, die intolerabel ist. Ja. Das Verfahren selber bei Gericht war ein Verfahren, das sauber geführt wurde. Der Richter hat das Verfahren akribisch und gut durchgeführt. Und es war ein richtiges Ergebnis. Man kann wirklich viele Aufsätze darüber schreiben, ob man wegen 753 Euro und 10 Cent, wenn ich mich recht erinnere, ein solches Verfahren durchführen darf. Mhm. Aber immerhin, es waren Vorwürfe gegen einen Bundespräsidenten. Vielleicht rechtfertigt es dieses. Aber wenn wir heute Abend fragen, was muss man lernen, dann hat auch die Staatsanwaltschaft viel zu lernen. Und die Art und Weise, wie hier voreingenommen agiert wurde und wie voreingenommen ermittelt wurde, die wünsche ich mir nicht mehr. Ja, und ich finde, das ist... Ich finde, wenn man diesen Moment sieht, da hinkt der Rechtsstaat wirklich von einem Menschen ab, der sich unabhängig von dem, was es an öffentlicher Debatte gegeben hat, unabhängig von diesem Jagdfieber dieser Staatsanwaltschaft, diese Ruhe bewahrt hat und gesagt hat, ich urteile jetzt und fälle ein Urteil. Das ist der Rechtsstaat, das muss man loben, aber man muss auch zittern vor so einer Situation. Und woran ich doch noch mal sagen will, warum man so einen schlechten Geschmack hat, wenn man an das alles zurückdenkt, dass die Öffentlichkeit bei dieser Vorformierung faktisch keine Möglichkeit mehr hatte, sich einzuklinken. Das ist nur zwei Journalisten, soweit ich weiß, Günther von Lojewski und Giovanni Di Lorenzo, haben wirklich gesagt, wir haben richtige Fehler gemacht. Der Fehler war, dass sie in so einer Geschichte... Es mittlerweile wirklich mehr, Entschuldigung, ich muss es jetzt nicht und will es nicht abwürgen, ehrlich gesagt. Ja, aber das tun Sie bei mir jetzt schon ein paar Mal. Ehrlich? Ja. Frau Vollmer, das ist unfair und so soll es überhaupt gar nicht sein. Wir sind nur leider schon 10 Minuten über die Uhr und über die Journalisten haben wir schon gesprochen. Ich würde diesen Eindruck nicht... Nein, aber es gibt einen kategorischen Imperativ, dass man in solchen Geschichten, dass die öffentliche Meinung verschiedene Aspekte der Wahrheit braucht. Und das ist die Aufgabe für Journalismus. Und der Journalismus, ich weiß, dass er in der Krise ist. Ich weiß, dass alle gehetzt sind. Ich weiß, dass alle nie Zeit genug haben. Aber der Qualitätsjournalismus wird sich nicht verteidigen, wenn er zum Kampagnenjournalismus wird. Das ist der ganz große Fehler. Und im Ergebnis ist es ja so gewesen, also die Hauptbeteiligten FAZ, Spiegel, Bild-Zeitung haben an Auflage verloren. Sie können also nicht begründen, dass das Auftrag ihres Publikums oder ihrer Leser gewesen ist. Ich wünsche mir schon eine Kampagne. Ich wünsche mir eine Kampagne für guten Journalismus. Ja, so bin ich dabei. Und Christian Wulff, schaffen wir noch eine Frage zu stellen? Den Prozess haben Sie als eine große Genugtuung empfunden, den Freispruch auch. Streben Sie noch mal ein politisches Amt an? Gewiss nicht. Das wäre völlig unüblich, dass man als ehemaliger Bundespräsident wieder in die aktive Politik einsteigt. Mhm. Aber natürlich werde ich mich an diesen Debatten weiter beteiligen, weil es ja einen Sinn gehabt haben muss. Und wenn die Justiz ein bisschen über ihr Tun nachdenkt, wenn die Medien nachdenken, wenn ich über meine Fehler weiter nachdenke, wenn die Politik sich fragt, die ist viel zu gut weggekommen heute Abend, warum sie so ganz zur Seite getreten ist. Das sind die Volksvertreter, die Volksmeinung so vertreten haben. Das wäre sozusagen für eine weitere Runde mal sinnhaft. Denn die haben natürlich die standen so eine Art, tatsächlich allein.
Ja, und die haben so eine Art Gottvertrauen, die Justiz wird es alleine machen. Nicht mal ihre Partei. Hier wissen wir jetzt, dass das stimmt, was Herr Prantschl gesagt hat. Mhm. Man kann nicht sagen, die Justiz ist unabhängig, also lassen wir die mal machen. Man muss sich da sehr genau darum kümmern, dass Ermittler nicht aus dem Ruder laufen, wie das in meinem Falle der Fall war, mit den ganzen Folgen. Mhm. Und wir sollten auch fragen, warum manche so viel Angst vor den Medien haben, manche dem Populismus anheimfallen, manche so viel Angst haben, selber vielleicht Gegenstand medialer Berichterstattung zu werden, dass sie mit einem mal schweigen und anderen sagen, schweigt ihr bitte auch. Also es gibt da eine Menge aufzuarbeiten und ich glaube, es dient unserem Land, wenn wir darüber diskutieren, was ist schiefgelaufen, was soll nächstes Mal anders laufen. Mhm. Beim nächsten Fall, den gibt es ja schon, der nächste, der in einer solchen Situation sein wird, wie ich es war, dass wir dann vielleicht alle sagen, überlegt mal, bei Wulff ist am Ende nichts rausgekommen, dass wir jetzt vielleicht auch gleich ein bisschen würdiger, respektvoller mit dem umgehen, mhm, als das in meinem Fall von der Fall war. Von wem waren Sie in der Zeit der Affäre am meisten enttäuscht? Sie hatten tatsächlich nicht mal von Ihren CDU-Kollegen eine entsprechende Unterstützung. Von wem waren Sie am Ende am meisten enttäuscht? Naja, ich habe es immer verstanden, dass man sagt, man schädigt vielleicht auch den Präsidenten, wenn man sich vor ihn stellt, aber inzwischen sind die so dem Streit ausgesetzt, dass es jetzt gut war, dass zum Beispiel Joachim Gauck verteidigt wurde von vielen Parteipolitikern, als er unflätig angegriffen wurde wegen seiner Münchner Rede. Das habe ich sehr wohltuend empfunden, dass die Politik begriffen hat, wir müssen uns vor einen Präsidenten stellen. Wir schwächen ihn dadurch nicht, sondern wir stärken ihn, wenn wir uns zu ihm bekennen. Und ich werde Ihnen nicht sagen, über welche Talkmasterin ich am glücklichsten war und über welche ich am enttäuschtesten war. Das sage ich Ihnen vielleicht nach der Sendung. Schade, so hätte ich anfangen sollen, oder? Sondern ich habe da schon meine Bilanz gezogen, wer da besonders verlässlich war. Jeder in Deutschland weiß, Peter Hinze war am Ende der Letzte, der sich überall hingestellt hat und gesagt hat, nur mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und er war fairerweise auch bei uns, wie andere Menschen auch, ja, die durchaus die Courage hatten. So, wir müssen an dieser Stelle einen fatalen Punkt machen, weil wir wirklich schon über die Uhr sind, weil Markus Lanz in der Spur steht. Wir uns übrigens erst am 28.08. wiedersehen und ein bisschen in die Sommerpause gehen. Das halten wir alle miteinander durch. Ich darf mich ganz herzlich für diese Runde hier heute Abend bedanken und wünsche uns und überhaupt nur, bleiben Sie heiter irgendwie. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.